Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Hogwarts Legacy. Ich freue mich so mega auf dieses Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Bisschen leise machen, mich schaltet das Spiel gerade an auf meinen Kopfhörern. Ich freue mich so mega auf dieses Spiel. Ich einfach die Wizarding World abgöttisch liebe. Sie hat meine Kindheit geprägt, Bücher haben geprägt, nicht nur die Filme. Und ja, lasst uns einfach gemeinsam zusammen diese tolle, tolle Welt erkunden. Denn das ist sie, unabhängig davon, welche Aussagen die Autorin gemacht hat. Ich spiele das Ganze jetzt mit Controller am PC. Ja, wir haben hier noch einen Charakter von meinem Partner. Wenn wir uns das Spiel teilen, also nicht wundern. Wir machen auf alle Fälle einen neuen Charakter. Witchcraft Hogwarts. Schools of Witchcraft and Wizardry. Machen wir in Englisch. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie der Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Alasar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie in London zum Schloss begleitet, wo er sie am Festnahme und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen. Matilda Weasley? Stellvertretende Schulleiterin. Okay. Eine Weasley als Schulleiter und ein Professor Alasar Fick. Fick, der vielleicht mit Mrs. Fick verwandt wäre. Aus dem Lingusterweg. Die verrückte alte Katzenlady, wo Harry öfter abgeschoben wurde. Wäre eine Idee. Aber warum starten wir im 5. Jahr? Also, dass das Spiel nicht alle 7 Jahre umfasst, okay, aber. Na gut, wir werden sehen. Wir starten einfach mal. So. Ja, also unabhängig. Okay, kann ich hier irgendwo... Ah. Vorgefertigte Gesichter? Mhm. Okay, ich glaube, ich starte einfach mal damit und gucke mal, was wir daraus machen. Also unabhängig davon, welche Aussagen die Autorin getätigt hat, ich liebe einfach immer noch dieses Universum, was nicht bedeutet, dass ich ihre Aussage gutheiße. Aber ich will hier jetzt auch keine riesen Diskussion anfangen von mit LGBTQ und dies und das und jenes. Deswegen sage ich nur eins dazu. Ich vertrete diese Ansichten nicht. Dass diese Community, dass ich gegen sie wäre? Absolut nicht. Aber ich sehe es auch nicht ein in dem Sinne. Auf diese Welt zu verzichten, weil. Wir machen natürlich eine Brille, weil ich eine Brille trage. Eckige, oh ja, stylisch. Weil ich einfach... Wir machen uns auch ein bisschen blasser. Oh ja, das passt zu unserer Kellerblässe. Weil ich einfach dafür diese Welt zu sehr liebe und einfach zu viel in dieser Welt gefunden habe. Sie hat mir... Also, mich in diese Bücher zu flüchten und auch generell diese Bücher zu lesen, hat mir so viel gegeben und mich aus meinen Löchern rausgeholt. Ich glaube, das ist echt das beste Gesicht. Ja, das ist das Beste. Aus meinen persönlichen Tiefs rausgeholt und das hat mir einfach unglaublich viel gegeben und ich möchte es nicht missen. Tatsächlich. Okay, so. Deswegen werde ich dieses Spiel spielen. Definitiv. Mhm.
So. Also wie gesagt, ich vertrete die Ansichten absolut nicht. Ich möchte aber dazu sagen, ich möchte keine Kommentare, irgendwie Hate-Kommentare oder sonstiges sehen im Kommentarbereich. Ich werde solche Kommentare löschen. Das hat einfach nichts hier auf diesem Forum, also nicht auf dieser Plattform zu suchen in dem Sinn. Lila. Okay. Ja, why not? Gesichtsfarbe. Okay. Nee, also wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Ich bin J.K. Rowling in dem Sinn ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin dankbar, dass sie diese Welt erschaffen hat, weil die so vielen Leuten Zuflucht erteilt hat, was ihr aber nicht das Recht gibt, solche Meinungen zu äußern und auch, ja. Da unten zwei so Muttermale, warum nicht? Was ist das? Oh, Narben. Nee, ich glaube, Narben braucht man nicht. Deswegen, ich werde meine Leidenschaft für das Spiel nicht aufgeben. Absolut nicht. Und auch generell für diese Welt nicht. Das möchte ich einfach nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen solche Leute. Ich habe selber schon Freunde und Bekannte gehabt, die nicht genau wussten, welcher Sexualität sie genau angehören oder die bisexuell sind oder alles Mögliche. Und ich kann damit umgehen und es stört mich nicht. So soll jeder leben, wie er möchte. Aber leben und leben lassen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich nehme diese. Die müssen wir... Oh, das ist meine Augenfarbe. Okay. War ich jetzt zu schnell? Also wie gesagt, unpassende Kommentare werde ich löschen. Es gibt schon genug Kommentare, die auf Twitter und überall umeinander sind. Und Diskussionen. Die bieten genug Platz für diese Fläche. Da muss das nicht auch noch hier sein. So, ich würde sagen, das gefällt mir doch ganz gut. Definitiv. Ton heller, jawohl. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Nein. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Okay. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Von mir aus kann's losgehen. Okay, das ist hoch. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ja. Geschichtsstufe, Schwierigkeit, normal ist okay. Wir nehmen Niki und wie in FF schon ein Cadena. So, damit hätten wir die ganze Charaktererstellung schon fertig. Und ich würde sagen, lasst uns gleich mal reinstarten. Ich würde noch sagen, wenn Videosequenzen kommen, werde ich die Facecam ausblenden. Sofern ich es nicht vergesse. Sofern ich es nicht vergesse, ich werde sie ausblenden und dann wieder einblenden. Ich werde alle 2 Tage ein Video bringen. Also ich schaffe es nicht jeden Tag, weil ich habe erst, wie manche wissen, einen kleinen Sohn bekommen. Der ist jetzt gerade mal gut einen Monat alt. Ich schaffe es einfach nicht jeden Tag. Und ich muss halt aufnehmen, wenn er schläft und schneiden, wenn ich dazu komme. Und das wird nicht jeden Tag möglich sein. So. Lasst uns mal starten nach Hogwarts. Der Hogwarts-Brief hat auch lange genug gedauert. Ganz ehrlich. Bin jetzt
Ich werde 28 Jahre, Leute, dieses Jahr. Also wirklich. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht, was...
alles in Ordnung? Oh. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Okay, nehmen an, die Videosequenz ist zu Ende. Wir heilen uns mal auf alle Fälle. Was zur Hölle war das? Also erstmal, was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals. Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Also die Kutsche flog mit Teststrahlen. Falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Also ja, die Kutsche wurde von Teststrahlen gezogen. Und der Drache, ich nehme an, der kam von den Kobolden. Die Kobolde haben ja auch Drachen in Gringotts, also das wäre naheliegend. Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Will ich auf die Suche gehen? Schön aufpassen. Nach, hier nach irgendetwas und mir die Ruinen anschauen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Okay. Ja, ich will definitiv sterben, indem ich mich hier umgucke, weil schon zwei Leute deswegen gestorben sind. Garantiert. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Ich finde nur... Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Oh, sorry fürs Gehen, es ist schon kurz vor 12 Uhr Mitternacht. Oder es ist schon nach 12. Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Okay. Ich muss sagen, ich finde die Grafik gut. Es ist nur schwierig, sich ein bisschen zu unterhalten, weil der halt immer babbelt. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser noch. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera, mal aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler, Spielerinnen bevorzugen, das Ziel auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie
Die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Mhm. So. Das war etwas holpriger als erwartet. Ja, ich kann mit dem Zauberstab fuchteln. Wie wird das? Wenn das Zauberstab gefuchtelt, wird es hier nicht geben. Doch wird es. Ganz viel. Hier, zack. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Ah, da danke, oben. Sir. Snape wäre enttäuscht von mir. Aber es macht zu viel Spaß, nicht aber drum zu fuchteln. Leichter fahren. Übertreib halt und bau hier die ganze Ruine wieder aufgefüllt. Eieiei. Fast geschafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ah, oh, da ist unsere Minimap, okay. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Was zum Henker? Ist das creepy? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur zwei Stimmen, eine männliche, eine weibliche zur Auswahl hatten und dass unsere Stimme so komisch hallend klingt. Okay. Godric's Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hä? Wir scheinen definitiv unter der Erde zu sein. Und hier ist ein Kobold. Und dieses Fliesenmuster kenne ich. Das ist das aus Gringotts. Hallo? Koboldbank hier. Ja, das muss Gringotts sein. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich.
hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Und die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. So weit unten. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Hört dich das? Da sind wir. Das mir nicht gehuscht. Wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann würde ich mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe ja schon auf der Zeitung gesehen, dass das dass hier anscheinend zu Zeiten der Koboldaufstände spielt. Man erfährt auch ein bisschen was über die Koboldaufstände. Also, dass es wohl öfters mal welche gab in den Büchern, weil das Bins Lieblingsthema im Geschichtsunterricht ist Koboldaufstände. Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten.
Okay, das mit den Zaubern klappt ja ganz gut, auch mit Controller. Rebellion. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ja, mache ich gleich, lieber Professor. Ich gucke nur, was sonst hier so rumliegt, aber scheint wirklich nur so ein schnödes, altes, verlassenes Verlies zu sein. So, hier ist sonst nichts Interessantes. Das einzige Interessante ist diese Tür. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Revelio. Nee. Hätte sein können. Ich sehe davon was ist da das? Was ist es? Das Leuchten wieder. Aber auf dem Boden. Jetzt hat mein Gott. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Was ist Sie das? Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Ja, und wo ist die echte? Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Ah. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, okay. Das Licht Zauber Lumos erworben. Automatisch auf meinem Zauberset. Okay. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Lumos. Okay, cool, cool, cool. Bin nicht sicher, ob ich das so cool finde. Expulso.
noch da. Ich bin doch da. Ich muss... Professor? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Nee, verschwundene Professoren sind generell nicht gut. Vielleicht sollte ich auch Licht machen, dann würde ich was sehen. Okay. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Du meinst, es ist so eine Hilfe, damit ich mich hier nicht verlaufe. Trifft's, glaube ich, besser. Führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Ich werde erst die Truhe angucken. Doch mal. Rebellion. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Ich will euch eigentlich gar nicht aufstehen lassen. Spiegelbilder schieben. Keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Oh Gott. Ah, komm, wir fluchen uns hier raus. Ah, okay, man kann den nicht ausweichen. Ja, gut. Oh, es war zu früh, okay. Ah, okay, okay, okay. Also, wenn ich Stege mache, mache ich automatisch super als Konto. Ich sollte nicht auf. Au! Der hält einfach nicht lang genug.
Wir versuchen es erneut. Mal gucken, wo wir jetzt starten. Okay, okay, das Timing ist so ein bisschen eine Sache für sich, aber mit etwas Übung bekomme ich das gut hin. Mit etwas Übung. Lumos. Die Maki-Spuren führen mich wieder. Okay. Tor. So, Professorchen, wo bist du denn abgeblieben? Oh, da ist eine Kiste. Machen wir natürlich auf. Ah, Geld. Okay. Ich meine, unser Verlies hat uns ja hergeführt und das ist unser Verlies, dann können, also unser Schlüssel, dann können wir auch das Zeug hier plündern. So. Was ist das denn? Was bist du denn? Kleiner Zaubertrank oder was? Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Das wüsste ich auch gern. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Okay. Ein Denkarium. Mal sehen. Kopf runter. Guck. Wer uns da Erinnerungen über was hinterlassen hat. Es müssen mega alte Erinnerungen sein. Es ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten.
Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Thank you.
Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Okay, oh mein Gott, also... wo fange ich an? Alte Magie, die merkwürdigen Zauberer im Verlies, der böse Kobold in seinem Koboldaufstand, warum auch immer er einen Aufstand macht. Mal gucken, was sein Ziel ist, was seine Ambitionen sind. Bin ich mega gespannt drauf. Und jetzt der Schulleiter Black. Naja, Professor Fig klang nicht so begeistert. Ich muss mal gucken, ob der irgendwie böse ist oder schwarzmagische Ambitionen zeigt. Aber jetzt beantworten wir erstmal die Fragen vom lieben sprechenden Hut. Ich freue mich auf den Unterricht. Natürlich freue ich mich auf den Unterricht. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ja, was ist es? Ja, klar. Slytherin. Das wäre Hufflepuff, Ravenclaw und... Das ist wahrscheinlich Gryffindor. Aber bei mir ist es definitiv die Neugier, was mich treibt. Ich hatte ursprünglich auch mal Pottermore-Test gemacht, tatsächlich. Noch im ganz alten Pottermore, wo es tatsächlich auch noch angezeigt wurde, zu wie viel Prozent man zu welchem Haus gehört. Da war es bei mir 60 Ravenclaw, 40 Slytherin. Und ich bin nun mal eine kleine Leseratte, also wird es bei mir definitiv Ravenclaw. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell.
Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Ravenclaw. Ich kann die Wahl ablehnen. Nee, ich nehme die natürlich an. Dankeschön. Du gehörst nach Ravenclaw. Ah. Das sah die Schuluniform etwas anders aus, glaube ich, ne? Wir können dann der Zeit spielen. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Klartext heißt verschwinde. Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ich finde es ein bisschen schade, dass unsere Stimme wirklich so einen komischen Nachhall hat. Also... Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Nein, ich muss mich jetzt erstmal hier umgucken. Oh mein Gott. Ich bin im Ravenclaw. Ah. Ich bin begeistert. Im Ravenclaw-Turm. Anscheinend teile ich mir mit Quidditch-Fans das Zimmer. So. Jetzt hat finde den Gemeinschaftsraum. Ja, Moment, ich muss mich mal umgucken hier. Also, oh mein Gott, wie gesagt, ich finde schade, dass die Stimme so ein bisschen blechern klingt oder hallend. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Okay. Wo geht's hier oben hin? Na gut. Gleich wird's interessant. Ja, ist auch komisch, so ist gar nicht. Ich habe den kleinen Hufflepuff. Das ist auch nicht richtig. Verpasst. Ziemlich langweilig, aber er hat auch nur zum Teil gewirkt. Sieht doch richtig seltsam aus. Ah ja, okay. Samantha Dale. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht.
Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Feig vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Feig ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Oh, er weiß eine Menge. Professor Feig weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Oha. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Oha. Okay. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Nehmen wir mal so einen Apfel mit. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Ja, ich kann zumindest schon mal speichern. Das machen wir auch glatt. So. Und ich würde sagen, unseren ersten Schultag bestreiten wir dann im nächsten Part. Der Part hier ist wahrscheinlich schon mega lang geworden, aber was will man machen, ne? Wir sind jetzt in Hogwarts angekommen, wir sind in unserem Haus, im Gemeinschaftsraum und wir gucken uns jetzt morgen, nicht morgen, in zwei Tagen, das heißt am Freitag, weil das Video kommt jetzt erst am Mittwoch, und wir gucken uns dann zusammen die Schule an unserem ersten Schultag an, genießen den Schultag, den ersten zusammen. Und mal gucken, wie viel weiter wir noch kommen. Also, bis dahin. Gehabt euch wohl, meine Lieben. Ciao, ciao.